Alles, was es braucht, ist der richtige Jahrgang. Wer 20 war, gehört eindeutig nicht mehr dazu. Ja, fahr Skateboard. Ja, ja, es ist einfach toll Skaten. Jeder macht es, oder? Das macht eben nicht jeder, darum mach was. Ja, guck mal, wie viele es ist. Skate ist Lifestyle. Ja, ist Lebenseinstellung, ganz einfach. Mach nichts anderes. Jum! Ja, ist das Feeling, oder? Ist geil. Ja, sicher. Und du schaust heute? Weil es Spass macht und das Feeling. Das Feeling. Nicht etwa ein Tennisracket, sondern ein simples Brett mit Rädchen war das heisseste Sportgerät dieses Sommers. Und so simpel, wie es auf den ersten Blick den Anschein hat, ist das Brett auch gar nicht. Ganze Wände voller verschiedenen Marken und Modelle stehen im Fachgeschäft parat. Im Durchschnitt kostet so ein Skateboard um die 200 Franken. Aus dem Rollbrettchen von Anno Schnee ist in den 90er Jahren ein Sport geworden, der auf McDonald's Schweizerdeutsch Skating heisst. Warum hat das Rollbrettfahren heute so einen Boom? Warum? Ich glaube, die Kinder oder die Jugendlichen wollen wieder etwas Sportliches machen. Und es ist irgendwie ein Abenteuer, wo sie selber gestalten, sie selber produzieren im Grunde genommen. Und sie lernen ihre Tricks und alles, was sie machen, selber lernen. Also es ist nicht etwas, wo sie, ich weiß nicht, in die Disco gehen und so Sachen. Das ist dann irgendwie eine andere Welle durch. Aber sie kommen mehr auf die amerikanische Lebensphilosophie ein bisschen zurück und ein bisschen aufs Freisein. Und einfach einen anderen Lifestyle als den sie kennen bis jetzt. Ist es etwas Kreatives? Auf jeden Fall, ja. Es gibt fast nichts Kreativer als etwas, was mit einem Board zu tun hat. Wie Surfen, Skaten, Snowboarden. Ja, ist das alles sehr kreativ. Warum ist eigentlich das Rollschuhfahren kein Thema in den Kids? Ja, ich glaube, es ist mehr für Mädchen. Also mehr, nicht, das ist nicht meine Ansicht, aber allgemein von den Jungs ist das, ja, es ist einfach nicht so lässig, es ist nicht so hardcore, wie sie sagen würden. Sie müssen ein Brett haben und das ist alles. Und ihre Shorts und ich ein T-Shirt. Im Skating gibt es auch bereits Stars. Diesen Sommer ist schon zum zweiten Mal eine amerikanische Profitruppe auf eine Demonstrationsreise in die Schweiz gekommen. Einzelne von diesen jungen Skater haben bereits Verträge mit Sportartikelfabrikanten und verdienen angeblich Millionen. Zum Beispiel der Tony Hawk. Er ist der Star von dem Zirkustrüppli, bei den Jungen eine Art Symbolfigur, eine, wo auch sehr gekonnt auf Scheuch machen kann. Dieser Holzbahn, wo die Profis drin hin und her bretteln und ihre Spezialitäten zeigen, sagt man übrigens Halfpipe. Eine halbe Röhre auf gut Deutsch.
Skaten ist vor allem ein Vergnügen, wenn es sanft durchabgeht. Die beliebteste Abfahrt in der Schweiz ist in Zürich, vom Riggiblick bis in Irchel. Mit feinem Asphalt und schön geschwungenen Kurven. Nicht ganz ungefährlich, weil es natürlich in erster Linie eine Autostrasse ist. Am Anfang ist es sicher gefährlich, wenn man noch nicht so Sicherheiten auf dem Brett hat, aber das kommt mit der Zeit dann immer mehr. Darum sollte man am Anfang vielleicht ein bisschen mehr Schoner anhaben. Das ist sicher nicht schlecht, aber auch wenn man auf Rampen geht, auf grössere oder auf kleinere, dann ist es sicher gut am Anfang, bis man eben die gewisse Sicherheiten hat. Viele Leute haben andere Interessen, weil sie gesehen haben, dass es einfach nicht könnte so schnell gut werden wie andere, die schon länger dabei sind, bevor der ganze Rollbrettboom da war. Und ja, so haben sie sich vielleicht eher zum Mountainbike-Fahren zugezogen gefühlt oder so. Sehst du Skaten eines Tages als olympische Disziplin? Nein, ich glaube nicht. Für das ist es ein zu weniger Sport für die ganze Öffentlichkeit, irgendwie, wo nicht von allen betrieben wird. Das ist, glaube ich, ein zu kleiner Teil, um eine olympiadische Disziplin zu werden. An verschiedenen Orten haben die Behörden Rollbrettbahnen aufgestellt, zum Beispiel in Dietikon und an der Autobahn. Allerdings wird es auf so einer Halfpipe natürlich schnell einmal langweilig. Viel mehr als hin und her gibt es ja nicht. Gibt es da dagegen ein Mittel, haben wir vom Skating-Fan Ian Vogel wissen. Tricks, die man machen kann, das gibt immer wieder neue Varianten. Jetzt ist vor allem einfach, dass man andersrum auf dem Brett steht, mit dem anderen Fuß vorne. Das ist jetzt sehr. Also, dass man einfach alles probiert, auf die andere Seite zu machen, das ist jetzt sehr. Und das ist einfach unendlich weit, kann man das ausbauen. So. Eine grosse öffentliche Holzbahn steht auch in Zürich auf dem Hünkerberg. Und wenn der Herbst in diesen Tagen noch recht will, so kommt dort fast ein Hauch von kalifornischer Stimmung auf.